So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz. Heute anlässlich des Saarland-Pokal-Endspiels Spielvereinigung Elversberg gegen unseren FC Homburg am kommenden Mittwoch, den 13. Mai um 18 Uhr im Bungert-Stadion in Rehlingen. Neben den Pressevertretern darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner Linken unseren Spielführer Andreas Gebler, zu meiner Rechten unseren Trainer Jens Kiefer. Andi, bevor wir auf das Pokalspiel eingehen, du hast ja vor, ja, glaube ich, knapp 2 Wochen deinen Vertrag verlängert um 2 weitere Jahre. Vielleicht ein paar Worte von dir, was war das für ausschlaggebend, wieso auch direkt 2 Jahre? Ist ja, ja nicht ungewöhnlich, aber auch nicht die Regel. Ja, vielleicht ein paar Worte von dir. Ja klar, in meinem Alter ist man immer froh, wenn man ein bisschen Planungssicherheit hat. Und wir hatten mit dem Trainer auch gute Gespräche, dass das von beiden Seiten auch so passt. Und deswegen, also ich bin froh, dass es auch 2 Jahre sind. Und wie gesagt, ich habe ja damals schon gesagt, dass ich mich in Laudern auch meine Heimat jetzt niederlassen werde. Und daher sind 2 Jahre für mich eine schöne Perspektive auch. Okay, Blick auf das Pokalendspiel, das Spiel der Saison wohl. Du bist ja einer der wenigen, der im letzten Jahr schon den Pokal gewonnen hat mit dem FCH, auch gegen Elversberg damals. Ja, seitdem hat sich viel verändert. Ausblick auf die Partie am Mittwoch. Ja, das wird genauso wie eine Runde. Ein ganz heißer Fight wieder. Es ist eine ganz andere Mannschaft wie letztes Jahr. Die haben sich richtig gut verstärkt. Also dieses Mal sage ich, wird nicht so einfach im Pokal. Aber wir werden wieder alles dafür geben, dass wir das Ding auch dieses Jahr, dass ich ihn endlich mal in der Hand halten kann als Captain. Würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, dafür setzen wir alles in die richtige Richtung. Schauen wir mal. Okay. Ja, Jens. Pokalstatistik, 5 Spiele gegen Elversberg, 5 Siege. In dieser Saison 2-mal gegen Elversberg gespielt, 4 Punkte geholt, kein Gegentor kassiert. Ja, was ist so eine Statistik wert im Endeffekt? Mittwoch in dem Spiel ist das, glaube ich, nicht sehr viel wert. Erstes Mal 5 Spiele bisher gegen Elversberg im Pokal. Das ist natürlich toll. Wir wollen das 6. hinzufügen und das 6. gewinnen. Da war das Beste behalten, aber ich glaube, die zwei Punktspiele, die wir gegen Elversberg hatten, die spielen da nicht so eine große Rolle. Ja, es waren auch 2 völlig verschiedene Spiele. Im ersten Spiel, glaube ich, haben wir verdient gewonnen, 1-0. Im zweiten Spiel in Elversberg, das 0-0, muss man schon ehrlicherweise zugeben, hatten wir auch Glück, einen guten Torwart, eine kämpferische Topleistung, aber im Endeffekt war es doch ein bisschen Glück. Aber ich glaube, am Mittwoch wird es ein völlig anderes Spiel, da gibt es völlig andere Vorzeichen. Wir sind eigentlich ganz gut durch die Pokalsaison durchgekommen. Wir haben viele Spiele souverän gewonnen, stehen zu Recht im Endspiel und haben jetzt mit dem SVE eine Mannschaft vor der Brust, die in der Liga vor uns steht, die eine Menge Qualitäten hier im Kader hat und für uns ja, ein Top-Spiel ist. Aber ich habe es auf der PK schon gesagt nach dem Lötting-Spiel. Wir haben uns diese Saison auch gut entwickelt. Wenn wir komplett sind mit unserer Mannschaft, werden wir am Mittwoch mit Sicherheit nicht chancenlos sein. Ich glaube sogar, dass wir auf Augenhöhe sind im Moment. Und ja, in so einem Spiel entscheiden dann Kleinigkeiten. Man weiß nie, wer die Nerven schneller in den Griff bekommt. Ich hoffe, wir sind es. Und dann sehe ich dem Spiel eigentlich sehr, sehr positiv entgegen. Elversberg hat das Hauptsaisonziel ja verfehlt, das Erreichen der Qualiplätze. Hat jetzt kürzlich auch den Trainer gewechselt, Co-Trainer zum Cheftrainer gemacht. Ist das irgendwie wichtig für euch in der Vorbereitung für die Partie? Oder nimmt das irgendeinen Stellenwert ein? Ja, man muss vor allen Dingen jetzt drauf gucken, wenn der Co-Trainer zum Chef wird, was er ändert in der Mannschaft. Ändert er überhaupt was? Ändert er viel? Ändert er wenig? Personeller Seite und auch technisch-taktischer Seite, da achten wir schon drauf. Da machen wir unsere Hausaufgaben, muss man ganz klar sagen. Aber alles andere, glaube ich, wird nicht viel beachtet von uns. Wir werden dorthin fahren, werden wissen oder versuchen zu wissen, wie Elversberg spielt und werden uns im Endeffekt auch auf unsere Leistung konzentrieren und auf unsere Mannschaft konzentrieren, weil so viel Selbstbewusstsein haben wir, um auch sagen zu können, wir wollen dort gewinnen und uns auch nach uns richten. Wie sieht es in personeller Hinsicht aus? Ja, Stand heute müssen wir abwarten, was mit Emil Noll ist. Hat
wird heute versuchen zu trainieren, ob es geht, ob es nicht geht. Er wird für die Startformation wahrscheinlich keine Alternative sein, aber man weiß nie, ob man einen großen Spieler braucht in den letzten Momenten des Spiels, wenn wir führen oder so, dass man hinten noch jemanden braucht, der ein paar Bälle wegköpft. Muss man mal schauen. Ansonsten ist, glaube ich, jetzt nichts Großartiges passiert im Spiel. Angelo Vaccaro wieder im Training? Angelo wird es auch heute versuchen. Ansonsten werden wir, hoffe ich, aus dem Vollen schöpfen können. Haben Sie Fragen an die beiden? Gerade nochmal beim Personal einzuhaken. Jaron Schäfer, ist der nach seiner Verletzung, ist jetzt eigentlich schon eine Zeit lang wieder zurück, wieder bei 100%? Nein, mit Sicherheit nicht ist er das, weil er seit dem Pokalspiel in Saarland 5 auch wieder nicht gespielt hat. Das sind ja schon dann auch wieder gute drei Wochen her. Und er hat seitdem keine Spielpraxis gehabt. Muss man abwarten, ob das geht für Mittwoch von Anfang an, aber mit Sicherheit eine Alternative. Warum hat er nicht gespielt? Weil er einfach nach dem Pokalspiel wieder Probleme am Fuß hatte und außer jetzt am Freitag gegen Nöttingen vorher nicht einsatzfähig war zu 100% und ich da auch nichts riskieren wollte. Du hast ja gesagt, dass du in den Spielen vorher auch mit Absicht ein bisschen durchrotiert hast in der Mannschaft. Heißt das im Umkehrschluss, dass man am Mittwoch wieder die vermeintlich immer stärkste Elf dann sieht? Also da wird mit Sicherheit dann mit Rotation Ende sein, nehme ich an. Im Hinblick auf die letzten Spiele, wenn man es darauf bezieht, werden wir wieder rotieren. Okay. Jens, du hast angesprochen, dass ihr Elversberg jetzt nochmal beobachtet habt, weil der Co-Trainer das übernommen hat. Gab es da gravierende Änderungen? Habt ihr da was festgestellt? Robert Jung war ja am Freitag in Elversberg. Ja gut, Robert war dort und wir stehen ja alle Spieler auch auf Video. Also heute brauchst du ja nicht mehr immer nur vor Ort zu sein. Alle Spiele werden ja aufgezeichnet, die kann man angucken, die gucken wir uns auch an oder abends schon angeguckt und werden unsere Schlüsse daraus ziehen. Gibt es denn Änderungen, ohne jetzt ins Detail zu gehen? Es gibt mit Sicherheit Kleinigkeiten, die geändert worden sind. Man muss jetzt auch abwarten. Die hatten ja auch gesperrte Spieler im Spiel am Freitagabend. Kommen die in die Mannschaft zurück? Was ist mit den Verletzten bei Elversberg? Es ist schon ein Unterschied, ob Matthias Kunz im Mittelfeld spielt oder nicht. Das macht schon ein bisschen was aus bei jedem Spiel. Aber jetzt darauf großartig Rücksicht zu nehmen, das wollen wir nicht. Wir haben unsere Mannschaft im Kopf zu großen Teilen und werden uns in erster Linie nach uns richten. Du hast vorhin gesagt, letzten Endes spielt es keine Rolle, dass Elversberg eben nicht mehr um Aufstieg oder um die Relegation mitspielt. Umgekehrt gefragt, wäre es euch lieber gewesen, sie wäre noch drin? So, der Co-Trainer oder jetzt Cheftrainer hat ja schon gesagt, jetzt konzentrieren wir uns voll aufs Endspiel. Wäre es euch vielleicht doch lieber gewesen? Es wäre doch ein bisschen zweigleisig weitergegangen für den Gegner. Im Endeffekt wäre es mir das wirklich egal, weil ich glaube, selbst wenn sie noch dabei gewesen wären, sind es immer noch Fußballer, sind es auch egal, ob der Co-Trainer oder der Trainer in der Linie steht, sind es Leute, die, glaube ich, einen Titel gewinnen wollen und jeder weiß, was an dem Titel noch hinten dran hängt. Und ich glaube, da wäre auch anders die beste Truppe aufgelaufen. Da gäbe es jetzt nicht viele Unterschiede zu der Situation, die sie jetzt haben. Da gibt es hier so gerade so eine Steilvorlage, was an dem Titel noch hinten dran hängt. Wir hatten mal drüber gesprochen. Es gehen dann Zahlen in den Raum von 150.000 bis 200.000 Euro, jetzt mal rein finanziell betrachtet, was da eben durch eventuellen attraktiven Gegner, DFB-Pokal etc. noch zu verdienen ist. Es sind ja noch einige offene Spielerpersonalien. Inwiefern hängt das eine mit dem anderen auch zusammen, auch eben aus finanzieller Hinsicht? Spielt das eine Rolle auch, ob der ein oder andere Spieler vielleicht gehalten werden kann? Nein. Außer.
aber spielt mit Sicherheit eine Rolle in Hinsicht auf eventuelle Neuverpflichtungen. Es wird eine Rolle spielen auf die Größe des Kaders, ansonsten nicht. Kann man da was sagen? Wie groß ist der Kader? Nee. Ich möchte heute auch nicht so lange über irgendwelche Ausblicke nächste Saison oder Spieler, wer bleibt, wer geht, sprechen. Es zählt für mich heute bei dieser PK nur das Pokalspiel. Und ich glaube, da tun wir alle gut daran, uns nur auf das Pokalspiel auszurichten und darauf unseren Fokus zu legen. Ab Donnerstag werden wir wieder über andere Dinge sprechen. Vielleicht eine abschließende Frage von mir. Ich glaube, es ist für dich das Debüt im Saarland-Pokalfinale. Vielleicht mal so zwei, drei Sätze. Was bedeutet es dir persönlich? Was für einen Stellenwert hat das auch als Trainer? Ich meine, du bist aufgestiegen in die Regionalliga, in die dritte Liga, hast schon einiges als Trainer erlebt. Was für einen Stellenwert hat das für dich persönlich? Es hat einen hohen Stellenwert, weil es einen Titel zu gewinnen gibt. Und es ist jetzt kein Titel, den man als Regionalligist, ich sag mal, rein tabellarisch sind wir hinter Elversberg, hinter Saarbrücken, nicht weit, aber wir sind hinten dran. Wir haben Oberligisten dabei, die ambitioniert im Pokal sind, das sieht man immer, es gibt immer wieder Überraschungen. Und dementsprechend ist es für uns ein wertvoller Titel insgesamt und für mich persönlich auch. Und als Trainer sollte man versuchen, so viele Titel zu holen, wie es geht. Weil im Endeffekt wirst du nicht jedes Jahr eine Chance haben, einen Titel zu holen. Und deswegen muss man versuchen, alles mitzunehmen, was geht. Ich habe eine Frage an Andi. Du warst, wie gesagt, letztes Jahr auch schon dabei. Hast auch vorhin gesagt, es wird nicht wieder so leicht werden. Okay, letztes Jahr, man weiß, da war Elversberg wahrscheinlich auch zumindest mit dem halben Kopf noch damals im Abstiegskampf gewesen. Wenn du die Mannschaften von damals mit heute vergleichst, wie würdest du so das Kräfteverhältnis sehen? Hat sich da groß was verändert? Ich denke, wir haben uns beide Mannschaften weiterentwickelt. Wenn man sieht, was Elversberg jetzt für Namen hat und wenn man sieht, was wir jetzt für Namen haben, beziehungsweise wie wir uns weiterentwickelt haben, auch von der Erfahrung, denke ich schon, dass es auch, wie der Trainer schon gesagt hat, relativ ausgeglichen ist. Keine weiteren Fragen, wie ich sehe. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken für den Besuch heute Mittag hier. Mittwoch 18 Uhr, das Spiel der Spiele, Endspiel im Saarland-Pokal, SV Elversberg gegen den FC Homburg. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen.